Wie würdest du deine Zeit verbringen, wenn du wüsstest, dass du nur noch eine Woche zu leben hättest? Würdest du dein Leben genauso weiterleben wie bisher? Oder würdest du eine To-Do-Liste mit Dingen abarbeiten, die du schon immer tun wolltest? Eine sehr spannende Frage. Denn das Thema und der Umgang mit dem Tod ist ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema befasst. Und darum wollte ich heute ein Video darüber drehen. Und wie ihr wisst, sind alle meine Videos ungeskriptet und frei Schnauze. Jetzt habe ich aber einen Text durchgelesen, den ich vor einigen Monaten, knapp vor einem Jahr als Werbetexter geschrieben habe, über den Umgang mit dem Tod, über den Tod als spirituellen Lehrmeister. Und ich fand den Text so schön und so emotional, dass er mich gerade zu Tränen gerührt hat. Und darum werden wir dieses Video zu einem kleinen Film machen. Und ich werde euch den Text jetzt einfach vorlesen und euch mit auf eine kleine Reise nehmen. Let's go! Tick, tack, tick, tack. Mit jeder Sekunde, die vergeht, näherst du dich einen Schritt dem Tod. Vielleicht hast du noch ein langes Leben vor dir und viele Jahrzehnte zu leben. Vielleicht überquerst du morgen telefonierend die Straße, übersiehst dabei eine rote Ampel und wirst von einem Auto erfasst. Das Telefonat, das du in dem Moment hattest, war das letzte Gespräch, das du mit einer Person geführt hast. Du wolltest Frieden mit einem alten Freund schließen. Du wolltest einer Person sagen, dass du sie liebst. Du wolltest die Welt bereisen. Du wolltest ein Unternehmen gründen. All das ist von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr möglich. In dem Moment, wo du stirbst, sterben auch alle deine Träume mit dir und werden mit dir begraben. Um bewusster zu werden und sein Leben achtsamer zu gestalten, muss man keinen Schamanen aufsuchen und bestimmte Techniken erlernen. Der beste Lehrmeister, der Tod, ist immer direkt an unserer Seite. Das Leben ist nicht fair, der Tod schon, denn sterben müssen wir alle. Jedoch weiß niemand, wann seine Zeit kommen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei allem, was du heute schon getan hast, einmal jemand gestorben ist, ist sehr hoch. Jeder Atemzug kann unser letzter sein. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie alt wir sind. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod. Sie denken, dass ihnen der Tod etwas wegnimmt. In Wirklichkeit ist aber das Gegenteil der Fall. Der Tod macht das Leben erst wertvoll. Die Seltenheit und die zeitliche Begrenztheit sind es, die Dingen einen hohen Wert verleihen. Wir verlieren uns oft völlig in unserem Alltag und unseren täglichen Gewohnheiten. Und ehe wir uns versehen, ist eine Woche, ein Monat, ein Jahr vergangen. Während der meisten Zeit sind unsere Gedanken dabei mit Vergangenem oder Zukünftigem beschäftigt. Anstatt im gerade stattfindenden Moment zu leben und diesen voll auszukosten, leben wir in unserem Verstand. Der Anblick des Sonnenuntergangs erscheint uns nicht wertvoll. Denn wir können morgen den Nächsten erleben. Wenn uns unsere Freunde etwas erzählen, hören wir ihnen nur halbherzig zu, denn wir werden sie nächste Woche wieder treffen. Regnet es, verstecken wir uns schnell unter einem Schirm, denn nass werden wollen wir nicht. Auf Reisen gehen wollen wir derzeit auch nicht, dafür bleibt uns noch genug Zeit in der Pension. Die Einladung auf eine Grillfeier am Wochenende schlagen wir aus, denn wir haben dieses Wochenende noch einiges an Arbeit zu erledigen. Der tägliche Waldspaziergang mit unserem Hund ist für uns schon so zur Gewohnheit geworden, dass wir die meiste Zeit über auf unser Handy sehen und die wunderschönen Farben und Gerüche des Waldes gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn du wüsstest, dass dieser Regenschauer der letzte ist, den du je erleben würdest, würdest du dich dann auch unter deinem Schirm verstecken? Oder würdest du jeden einzelnen Tropfen in dich aufsaugen wollen und zum Himmel hochsehen und das Spektakel der Natur bewundern? Wäre dein nächstes Gespräch das letzte, das du mit einer Person führst, würdest du wahrscheinlich jede Sekunde davon genießen. Oder stell dir vor, du dürftest ein allerletztes Mal schwimmen gehen. Würdest du dich dann auch noch darüber sorgen, was die Leute über dein Übergewicht denken könnten? Oder würdest du jeden Augenblick im Wasser genießen und keinen Gedanken daran verschwenden, was andere über dich denken? Was hindert dich daran, jetzt schon so zu leben? Eine Person, die sich in Achtsamkeit übt und bewusst lebt, würde ihr Leben genauso weiterleben wie bisher, wenn sie wüsste, dass sie nur noch eine Woche zu leben hätte.
Denn wer achtsam ist und in der Gegenwart lebt, der weiß, dass das Leben jeden Augenblick zu Ende sein kann. Wegen Kleinigkeiten können Streitigkeiten entstehen, die oftmals dazu führen, dass zwischen nahen Angehörigen jahrelang kein Kontakt herrscht. Würden wir uns stets vor Augen halten, dass wir oder der Angehörige, mit dem wir im Streit liegen, jedem Tag dem Tod begegnen können, würde es uns leichter fallen, Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Wir werden uns dann nie denken müssen, wenn ich ihm, ihr das nur noch hätte sagen können. Es gab schon Menschen, die sind aus einem Flugzeug gefallen und überlebten dabei. Andere fielen auf der Straße blöd hin und starben dabei. Wir wissen nie, welches Gespräch mit einer Person das letzte sein wird, das wir mit ihr führen werden. Wenn wir uns darüber bewusst sind, dass es keine Garantie gibt, dass wir den morgigen Tag erleben werden, werden wir uns auch darüber bewusst, wie sinnlos es ist, sich immer Sorgen über die Zukunft zu machen oder sich über die Vergangenheit zu ärgern. Denn beides hält uns davon ab, den gerade stattfindenden Moment voll und ganz zu erleben. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, man solle jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Dabei ist nicht gemeint, dass du jeden Tag nur noch Party feiern und alle Verantwortungen in deinem Leben über Bord werfen solltest. Das bedeutet, dass es sich beispielsweise nicht lohnt, dein ganzes Leben hart zu arbeiten, ohne dir etwas zu gönnen und Zeit für deine Liebsten zu haben, in der Hoffnung, dass du in 20 Jahren genug Geld auf der Seite hast, um dir etwas zu gönnen und freie Zeit zu haben. Wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass es kein Versprechen gibt, dass wir oder unsere Liebsten morgen wieder erwachen werden, nutzen wir unsere Zeit automatisch mehr für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Wir leben dann achtsamer und kosten den gerade stattfindenden Moment voll aus. Wenn wir den Tod aus dem richtigen Blickwinkel betrachten, erkennen wir, dass dieser uns nichts wegnimmt, sondern etwas schenkt. Ja, das war der Text. Diesen habe ich vor knapp einem Jahr geschrieben. Und dazu kam es, weil ich Besuch von meinem Vater und meiner Schwester hatte in Wien in meiner Wohnung. Ich glaube, sie waren 3-4 Tage da. Und ja, es war halt immer viel los in meiner Wohnung, logischerweise, wenn man eigentlich alleine lebt und dann über 3-4 Tage zu dritt ist, ist das ein ungewohntes Gefühl. Es ist immer laut, immer was los, immer viel Energie in der Wohnung. Und als sie dann abgereist sind, kam eine tiefe, tiefe Stille in mir auf. Eine große Leere kam in mir auf. Alles war auf einmal wieder ruhig. Und dabei habe ich gedacht, wie wunderschön es ist, jeden Moment, jede Sekunde zu nutzen, um mit meinen Liebsten zu genießen. Mein Vater ist 58 Jahre, die meisten Menschen bekommen schon mit 40 Jahren graue Haare, manche schon mit 30. Er hat sehr lange keine grauen Haare bekommen und an dem Tag, wo er gegangen ist, da habe ich zum ersten Mal ein paar graue Härchen entdeckt an ihm. Und die Leere, die mich überkommen ist, war riesengroß, denn mir wurde klar, dass alles vergänglich ist, dass jede Sekunde die letzte sein könnte und ich darum nicht nur in meinem Leben jede Sekunde voll genießen sollte, voll auskosten sollte, jede Sekunde nutzen sollte, meinem Herzen zu folgen, meinen Träumen nachzustreben und jede Sekunde nutzen sollte, um den Menschen zu sagen, was ich für sie fühle, was ich auch tue. Ich tue das immer, zu jedem Menschen. Gutes und Schlechtes, aber öfters Gutes. Und ja, ein paar Tage nachdem sie wieder gegangen sind und ich diese Leere in mir gespürt habe, ist der Wunsch in mir aufgekommen, einen Bericht zu schreiben über den Tod als spirituellen Lehrmeister, weil ich gemerkt habe, dass der Tod uns nichts wegnimmt, sondern etwas gibt, weil es, wie ich im Text geschrieben habe, die Seltenheit der Dinge und die zeitliche Begrenztheit ist, die die Dinge erst wertvoll macht. Ich hatte das Glück, mittlerweile schon lange keine Menschen mehr durch den Tod zu verlieren. Als ich jung war, habe ich allerdings sehr viele Menschen durch den Tod verloren. Und auch das hat mir klar gemacht, dass wir jede Sekunde genießen sollen, immer im Hier und Jetzt leben. Nicht darüber nachdenken sollten, was andere über uns denken. Uns keine Gedanken über die Vergangenheit mehr machen, uns keine Sorgen über die Zukunft machen, sondern im Hier und Jetzt leben und jede Sekunde genießen. Denn bei allem, was du gerade tust, wahrscheinlich sogar beim Videodrehen zu Hause, wie ich es gerade mache, beim Videodrehen im Studio, ist wahrscheinlich sogar schon mal jemand gestorben. Bei allem, was du wahrscheinlich gerade tust, ist schon mal jemand gestorben. Auch beim Video ansehen wahrscheinlich. Darum, genieße dein Leben, nutze jede Sekunde, denke über den Text nach und
Wenn du auch was dazu sagen möchtest, würde ich mich gern freuen, wenn du mir deine Meinung in den Kommentaren hinterlässt. Oder wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir diese genauso in den Kommentaren hinterlassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Sende es an Personen, von denen du denken könntest, dass ihnen das gefallen könnte, dass ihnen das helfen könnte, dass sie das motivieren könnte, aufmuntern könnte, trösten könnte, wie auch immer. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, dann erhältst du jede Woche Videos über die Themen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Derzeit erhältst du fast täglich Videos zu diesen beiden Themen. Ja, das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Calvin.